So, hallo, wir machen weiter. Bei WarioWare Get It Together. Die letzten Spielmissionen stehen an, die wir noch nicht gesehen haben. Danach werde ich dann mal das Spiel auf Englisch stellen und gucken, ob ich vielleicht was anderes aus den Missionen rauslesen kann, die ich jetzt bisher noch nicht verstanden habe. Aber wir haben jedenfalls noch Mischmasch vor uns. Und da haben wir zum Beispiel die richtige Nase. Zerstöre die 12 verschiedenen Verstecke mindestens einmal, bevor es Game Over heißt. Okay. Zerstöre die 12 verschiedenen mindestens einmal, was... Das heißt aber, ich muss die zerstören, ohne eine andere Nase dabei freizulegen. Also jedes Versteck einmal zerstören. Darf ich aber nur immer die wählen, die halt gerade nicht belegt sind, sonst würde ich ja falsch dann machen, was blöd wäre. Okay. Knöpfe vorknöpfen. Innere Werte erfolgreich ab, nachdem du mindestens 8 Knöpfe aus dem Sparschwein entfernt hast. Oh no. Ich ahne, wie das wieder laufen wird. Umwerfend muskulös mit allen Charakteren. Berühre in 9 erfolgreichen Runden nur ein Bodybuilder, um per Domino-Effekt alle umzuwerfen. Nicht hintereinander, aber... Verstanden. Okay, verstanden. Das heißt, da wo es nicht geht, sollte ich einfach schnell abschließen. Und aber 9-mal sollte ich es hinkriegen. Okay. Pegelheber. Nachdem du alle Objekte, die sich auf dem Seil befanden, in den Becher buxiert hast. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Werden wir sehen. Kurbelknobeln. Drehe das Auswahlrad in 5 erfolgreichen Runden in Folge mindestens einmal vollständig. Mit Orbulon. Okay, keine Ahnung. Schatzschutz mit allen Charakteren. Das ist... Ah ja, das ist das, wo sich Papierschnitzel brennen. Oh je, 80 muss ich retten, bevor es Game Over. Oh je. Oh mein Gott, okay. Uff, das wird interessant. Ich werde so oft selber verbrennen. 80 Stück. Ohne Code nichts los, nachdem du alle 3 Räder mindestens einmal vollständig... Oh. Das ist... Ist das für Obolon gut? Ich weiß nicht, werden wir sehen. Oder für Penny. Die dreht einmal ordentlich durch und dann dreht sie richtig. Oh je, das wird... Ah, das wird auch richtig kritisch. Zum Glück darf ich das in Level 1 machen. Enzyklopädie gut, alles gut. Schließe alle Spielmissionen... Ja, moin. Okay, da ist dann schon vorbei. Also nicht so viel Mischmasch. Nicht so viel Mischmasch. Wir gucken rein. Die Hälfte habe ich nicht verstanden. Schon beim Lesen nicht. Das habe ich nicht gelesen. Das habe ich nicht gelesen. Das war das mit den Verstecken. Ich nehme den Flugcharakter. Ich denke, Obolon ist dafür ganz gut. Nase finden. Ach so. Verstecke gibt es gar nicht im Level 1, oder wie? Nochmal. Nase finden. Ja, okay, da gibt es gar keine Verstecke in Level 1. Null. Nase finden. Jetzt habe ich eins zerstört, ne? Aber sozusagen die Nase nicht befreit. Ah doch, ich kann ein paar Sachen kaputt machen, ohne die Sachen rauszuholen dabei. Nase finden. Nein, ich will, genau das wollte ich nicht. Ich habe zwar das Bild zerstört, aber ich wollte die Nase halt nicht haben. Nase finden. No, jetzt bin ich da reingerattert. Nochmal. Aber das wird nervig, wenn man die anderen Dinge einfach immer auslöst. Aber hier ist noch nichts, was ich kaputt machen kann. Ne? Hier kann ich nur... Nee, da ist noch kein Versteck. Nase finden. Ja, ich wollte das Schild noch kaputt machen. Hat nicht funktioniert. Nase finden. Also hier den Baum, hier das Ding und jetzt die Nase. Schade. Ich sollte mich vielleicht immer nur auf eins konzentrieren.
Ich sollte mir vielleicht immer nur auf eins konzentrieren, was die Dinge angeht, die ich verstecke. Nase finden. Die Nüsse haben wir schon, das Schild hat man noch nicht. Jetzt die Wolken. Sehr gut. Nase finden. Das war blöd. Hätte ich mehr kaputt machen können. Nase finden. Jetzt ist eh kein Versteck mehr hier. Das macht Spaß. Nase finden. Die Ballons. Okay. Zwei Sachen mehr kaputt gemacht. Nase finden. Die Büsche hatten wir schon, ne? Na, scheiße, ich Dummkopf. Nase finden. Jetzt muss ich mir merken, welche Verstecke ich kaputt gemacht habe. Ah, das ist auch blöd. Nase finden. Und vor allem, wenn man jetzt nicht das Haus bekommt. Wenn man jetzt nicht das Haus bekommt. Nase finden. Ja, wird sie wieder das Haus nicht dabei. Ah, das war die falsche, moin. Na, wenn man jetzt sozusagen nicht das Haus bekommt, kriegt man die Verstecke dort nicht. Das ist ja auch ungünstig. Nase finden. Okay, wir haben den Busch. Nein, ich... Oh. Aber ich habe den Busch und den Baum. Nicht wie ich wollte, aber ich habe sie. Nase finden. Schild. Da ist es sogar. Okay, wir machen erstmal nur Schild. Wir machen erstmal nur Schild. Nase finden. Da ist jetzt eh nur ganz normal versteckt. So. Nase finden. Was hatten wir jetzt schon? Busch und Baum hatten wir schon, ne? Die Wolken hatten wir noch nicht. Gut, dass es die auch sind gerade. Nase finden. Okay, Vase. Ah, das war sie sogar schon. Oh, jetzt habe ich das Bild noch nicht und den Vorhang noch nicht. Also jeder Abschnitt hat drei Verstecke. Hab schon verstanden. Und es ist halt Glück, welchen man bekommt. Nase finden. Und in Level 2 ist es einfacher kaputt zu machen, weil da nur eine Nase zusätzlich versteckt wird. Okay, jetzt habe ich den Vorhang kaputt gemacht, das Bild fehlt noch im Haus. Nase finden. Hier fehlen noch die Nüsse. Sehr gut. Finden. Nase finden. Den Bär hat man noch nicht, die Tasse hat man noch nicht, aber an die komme ich nicht ran. Und wenn da nicht die Nase ist, komme ich da nicht ran. Die Ballons. Gut, gut, gut. Tasse noch und Bild. Nase finden. Ja, aber jetzt ist die... Na, scheiß drauf. Mache ich halt die Tasse kaputt. So, Bild brauche ich noch. Weil sonst wird es immer schneller, will ich nicht. Bild. Yes. Nein, Scheiß, Nase war im Weg. Nase finden. Jetzt muss ich es halt schaffen, bis das Bild wieder kommt. Nase finden. Das war zwar das Haus, aber ohne Bild. Nase finden. Bild. Nein, aber so komme ich nicht. Ich habe das Bild kaputt gemacht, aber es hat vielleicht nicht mehr... Oder ich habe irgendwas vergessen. Vielleicht habe ich auch irgendeins vergessen. Nochmal. Nase finden. Also Level 2 eignet sich am besten zum kaputt machen, weil man da keine falschen Nasen... Nicht zu viele falsche Nasen hat. Nein, ich hasse das. Ich will da gar nicht rankommen. Oh, komm schon. Ist das dumm? Nase finden. Ich wollte die gar nicht berühren. Nase finden. So, also. Was? Ich wollte sie nur kaputt machen. Ich habe eine viel bessere Idee. Orbolon ist nicht der beste Mann für die Mission. Der beste Mann für die Mission ist er hier. Dann kann ich nämlich abschießen und ich glaube nicht, dass dann sofort die Nase befreit wird. Ich glaube, die Nase wird erst befreit, wenn ich nochmal schießen würde. Werden wir gleich feststellen. Ich bin gespannt. Nase finden.
Ja, perfekt. Dann kriege ich nämlich drei in einem Bild sofort kaputt. Nein, okay, das war dumm. Da habe ich wirklich drauf geschossen auf die. Aber ist okay. Vorhangbild fehlt noch in dem Haus. Hier würde noch alles fehlen. Hier fehlen noch die Nüsse, die Wolken und das Schild. Da haben wir eigentlich alles, ne? Da müssen wir einfach nur abschließen. Da haben wir alles kaputt gemacht schon. Da haben wir auch schon alles. Was war ja das von gerade eben? Jetzt ist Level 1, also egal. Aber er ist besser dafür. Er ist viel besser dafür. Ah, Mann, die haben wir schon. Okay. Busch, Baum, Wolken und jetzt die Nase noch schnell. Okay, habe ich nicht getroffen, aber ich habe alle drei kaputt gemacht. Es fehlt noch... Ja, genau, von dem fehlt noch alles. Gut. Und jetzt fehlt noch Vorhang und Bild. Vorhang und Bild. Also wir müssen bis zum Haus warten und Vorhang und Bild mitnehmen. Alles andere sollten wir, glaube ich, jetzt haben. Das ist nicht das Haus. Das ist auch nicht das Haus. Das ist das Haus, aber jetzt brauche ich es nicht. Mann. Ach, komm schon. Gib mir Vorhang und Bild. Das ist auch nicht Vorhang und Bild. Alter. Ey, das ist... Ey, das ist nicht fair. Jetzt wird's immer schneller und ich krieg kein Haus mehr. Gib mir das scheiß Haus! Habe ich irgendwas noch nicht kaputt gemacht? Scheiße, was habe ich verpasst? Ich dachte, ich habe... Welche habe ich denn verpasst? Oder war es ein spezieller Charakter? Warte mal. War es ein spezieller Charakter? Hab ich verkackt? Musste es Orbulon sein? War das nicht Orbulon vorgeschrieben? Welches ist denn das? Ach, mit allen... Mit allen, ich Nusskopf. Aber okay, jetzt haben wir verstanden, was ich machen muss. Jetzt machen wir es mit allen. Oh shit, das wird kritisch. Oh, das wird kritisch, weil nicht alle dafür gut geeignet sind. Oh nein. Nase finden. Okay, mit allen. Ah. Nein, da die wurden nicht kaputt gemacht. Der hat nur die Nase geholt. Also es fehlen einmal Wolken. Okay, und hier fehlt einmal Vase. Einmal Wolke, einmal Vase. Und in den anderen zweien fehlt noch alles. Okay, da fehlt noch alles. Oh, jetzt, hier fehlt noch Bär und Ballon. Hier schließe ich lieber ab. Es fehlen noch Wolken. Nase finden. Nase finden. Bär und Ballon. Jetzt habe ich die Nase und nicht mal den Bär erwischt. Nase finden. Wolken fehlen noch. Wusste ich doch. Hey. Nase finden. Penny, ist es dein Scheiß, ernst da nicht hinzutreffen? Nase.
Vase fehlt noch. Ich hab die Vase nicht kaputt gemacht. Bär. Und Ballon. Okay, Bär haben wir, aber Ballon fehlt immer noch. Ah, fehlt noch zu viel. Wolken fehlen hier oben noch. Ja, wollte ich nicht erwischen, aber ist okay, die Wolken sind weg. Hier haben wir jetzt alles. Es fehlt noch die Vase und Ballons. Glaube ich. Vase? Ah, die war leider falsch. Ah, kritisch. Okay, wir arbeiten dran. Das ist gut, wenn sie jetzt drankommt, weil dann hat sie nämlich schon mal hier keine Möglichkeiten, mich zu nerven. Okay, wir haben das Haus vollständig. Sehr gut. Wir haben auch dieses Bild vollständig. Sehr gut. Oh, das war voll gut, mal zwei weg zu haben. Okay, hier fehlt jetzt noch Baum und Wolke. Jetzt fehlt noch Baum. Nase finden. Jawohl. Vorher sie war, natürlich. Nase finden. Hier fehlt gar nichts, da können wir einfach reingehen. Ah, jetzt kommt er wieder. Baum fehlt noch. Baum ist es sogar. Sehr gut. Jetzt fehlt nur noch das andere Bild mit dem Schild. Ja, genau, das hier, aber halt in der Variante, dass auch die Verstecke da sind. Das heißt Nuss, Schild und Wolke. Alles andere ist da. Alles andere ist da. Das ist die falsche Stage. Also wir brauchen jetzt das Richtige bei Level 2 oder 3. Das hier. Easy. Aber jetzt spielen wir weiter. Diesmal denke ich dran. Diesmal denke ich dran, dass wir die Dings holen, die Vorgabe. Wenn wir schon mit allen Charakteren spielen, dann holen wir die auch gleich. Solltet ihr den Match jetzt haben, ne? Meistens sind es 25. Oh, das war die falsche. Oder sind es 30, kann auch sein. Mal nicht hier voreilig werden, wir spielen auf jeden Fall. Also wir spielen sowieso, bis ich Game Over gehe. Aber ich denke, ja, ich denke auch 30 kriegen wir hin. Ja, easy. Die Vorgabe haben wir auf jeden Fall, sehr schön. Na, für den Fall, dass es 40 sind, wir spielen einfach so weit, wie wir können. Okay, das war falsch. Ich hoffe, es reicht. Haben wir die Vorgabe? Jawohl. Sehr schön. Mir auch. So, das war jetzt fast 20 Minuten nur Nase finden. Oha. Und es waren tatsächlich 30, okay.
So. Was waren denn jetzt noch Geschichte? Ach ja. Mindestens 8 Knöpfe raus, bevor man abschließt. Also da wird doch Obolon perfekt für sein. Der wird doch die Knöpfe aufsaugen, regelrecht, oder nicht? Hoch damit. Nee, der saugt die nicht aus. Ah, ist natürlich blöd. Hoch damit. Ja, aber das... Ah, das haut... Hoch damit. Ja, aber... okay. Nee. Wie kriege ich denn die Dinger da ganz schnell raus? Das ist unangenehm jetzt. Muss ich in einer Runde 8 raus? Wir lesen es nachher nochmal. Wir lesen es nachher nochmal. Das lassen wir erstmal aus. Das war auch mit allen Spielen und 9-mal, glaube ich, ohne das, ohne, also nur einmal die erste Figur berühren. Domino-Effekt. No! Ja, das hat nicht hingehauen. Domino-Effekt. Ach du Trottel! Okay. Machen wir nachher, das ist mir schon wieder zu kritisch. Wir gucken erstmal weiter, was noch so war. Das war auch noch, habe ich aber vergessen, wie es ging. Irgendwie mit Obolon einmal komplett rumdrehen oder so, ne? Irgendwas war da mit Obolon einmal komplett rumdrehen, bevor man abschließt. Gewinnen. Ah ja, okay. Jetzt hätte ich es einmal, jetzt hätte ich es gehabt, wenn es richtige oben gewesen wäre, Lul. Gewinnen. Die Schere wäre es gewesen, ich weiß, aber ich wollte einmal rumdrehen. Gewinnen. Der Stein muss hoch. Ja, ich hab's gesehen, aber wie gesagt. Gewinnen. Okay, die Schere muss hoch. Aber ich muss es ja vor einmal rumdrehen. Mann, das ist ja dumm. Das ist ja blöd gemacht. Gewinnen. Ah, war das auf Level 3 oder so? Muss ich es auf Level 3 machen? Oder zählt's nicht als einmal rum, hä? Gewinnen. Ja, ich wollte's doch noch rum... Oh, meine Fresse. Gewinnen. 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 Ich wollte halt noch hochdrehen, aber es hat nicht mehr funktioniert. Oh, lol. Ah, mit dem... Gewinnen. Dings kann ich das viel besser einfach... Ja, okay, lol. So drehe ich es viel schneller. Okay, so drehe ich es viel schneller, alles klar. Ja, wenn ich es so viel schneller drehe, dann machen wir es doch so. Gewinnen. Nein, Stein muss oben bleiben. Mist. Okay, es muss wohl bei Level 3 gewesen sein. Gewinnen. Okay, wir brauchen Stein nachher oben. Das war nicht Stein. Ich muss nachher nochmal lesen, ob das Level 3 war oder so. Das war nicht dabei, das war auch nicht dabei, das war auch nicht dabei. Glaube auch nicht. Nee, kann ich mich nicht erinnern. Kann ich mich auch nicht erinnern. Kann ich mich auch nicht erinnern. Ach ja. Mit allen Charakteren und es müssen mindestens 80 übrig bleiben. Das halte ich auch für sehr kritisch. Schatzschützen. Okay, jetzt bleiben schon mal sehr viele übrig. Nein, hör auf zu brennen. Okay. Okay, mit ihr geht es auch gut.
Mit ihr muss das... Ja, da bleiben sehr viele übrig. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Stimmt, mit allen, die schießen können, geht es extremst gut. Shit. Okay. Ja, doch, da bleiben schon eine Menge übrig jedes Mal. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein, das brennt. Okay, es brennt nicht. Es geht nicht über. Es geht nicht über. Oh je, kritisch. Nein! Ich hab's bis dahin gepfeffert. Ja, keine Chance. Nein, nein! Oh. Ah, es sind halt viele Schwierige dabei. Oh je, oh je. Okay, 80 Stück. Let's go. Schatzschützen. Ich mach das. Schatzschützen. Habe ich gesehen, wie du das machst, aber du hast es diesmal geschafft, immerhin. Schatzschützen. Gut. Gut, ja, yeah, nee, nice, 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 nice. Da waren viele übrig. Da bleiben auch viele übrig. Naja, gar nicht so viele, aber in Ordnung. Ordentlich viele. Nicht weiter brennen, nicht weg. Okay. Puh. Nice, da sind viele übrig geblieben. Nein, 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 stopp, okay, huh. Nein, 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 ah, ärgerlich. Gut. Ich dachte, mit ihr ist am leichtesten und bei ihr verbrennt es einfach sofort, scheiße. Nein, du bleibst hier. Gut. Ist zwar nur eins gewesen, aber immerhin haben wir kein Leben verloren. Ja, jetzt habe ich da einige verloren. Schade. Weg mit euch. Nein, 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 stopp! Gut. Yes! So, wir spielen noch weiter. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch die Dings hin. Na, mit ihr wird es nix. Mit ihm wird es auch nix. Okay. Ich glaube aber 25 ist wahrscheinlich das Ziel. Nein, es hat gereicht, dann ist 20 das Ziel. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jo, 20 war das Ziel. Ach ja, ohne Code war auch noch. Einmal alle drehen und dann... Hm. Ich glaube nur mit ihm ist es so. Wir gucken es mal an. Code einstellen. Nein, der muss bei der 1 stehen bleiben. Ich muss aber alle einmal drehen. Aber mit ihm funktioniert es. Mit ihm funktioniert das sehr gut. Das haut hin. Code einstellen. Ja, jetzt ist er. Oh, jetzt hat es automatisch die 3 hochgedreht. Das ist ja auch dumm. Ja, ich kann den dritten gar nicht rumdrehen. Wenn, ich muss ihn dann anders rumdrehen. Code einstellen. Oder wie? Ja. Ich verstehe das Problem bei der Mission. Ich muss es dann so machen, dass es noch eins dahinten...
Dass es halt noch nicht passt, dass es noch eins dahinter ist und dann nochmal drehen. Ja, verstanden. Nein, jetzt hätte ich den auch hochdrehen müssen. So geht's. So geht's. Oh, da muss ich richtig fix sein. So, wir brauchen 4, 2, 4. Der ist bei 3. Also muss ich genau bis 3 drehen nochmal. Der ist bei 2. Ne, der ist bei 1. Also drehe ich genau bis 1. Nein! Ich bin so eine Nuss. Nochmal. 3, 1, 4. Der ist bei 2. Also drehe ich genau nochmal bis 2. Dann den drehe ich bis zu 1. Scheiße. Den drehe ich bis zu 4. Yes! Huiuiuiui. Okay, und die waren alle nicht mehr vorhanden. Gut. Gucken wir uns an, was jetzt noch fehlt und was ich noch nicht verstanden habe. Also, mindestens 8 Knöpfe aus dem Sparschwein raus. Mit Obolon sah das gut aus, aber die Zeit ist echt knapp, um die alle rauszupowern. Weiß ich nicht. Mit allen Charakteren je ein Bodybuilder. Ich kann den Großen nehmen. Ich kann den Großen nehmen. Okay. Gut, ich kann den Großen nehmen. Ach, Pegelheber habe ich vergessen, siehst du? Alle Objekte, die sich auf dem Seil befanden, in den Becher buxiert hast. Okay. Kurbelknobeln habe ich auch vergessen. Das Auswahlrad in 5 erfolgreichen Runden in Folge mindestens einmal vollständig. Ah, das war gar nicht. Ach, 5-mal, nicht nur einmal. Verstanden. Verstanden. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. 5-mal. Okay. Gewinnen. So, wir brauchen Stein. Wir brauchen Stein. Wir brauchen Schere. Gewinnen. Okay, wir brauchen Stein. 1. Wir brauchen Schere. Das dreht sich immer zu weit, Scheißding. Gewinnen. Wir brauchen Stein. Gewinnen. Wir brauchen Papier. Das dreht sich immer zu weit. Ich raste aus. Weiß nicht, ob das zählt das einmal komplett rum, aber falls ja, dann 3. Gewinnen. 4. Gewinnen. Yes! Weg mit dir, Scheißmission. Okay, so, das klingt, denke ich, doch machbar. Wenn ich weiß, wie es geht, dann sollte das hinzukriegen sein. Domino-Effekt. Es muss ja auch nicht nacheinander sein. Ne? Es muss nur 9-mal, indem ich nur eine berührt habe. Zwei. Dominoeffekt. Drei. Ich mach das. Dominoeffekt. Du machst das, na dann. Tatsächlich macht er das. 4. Dominoeffekt. Klare Sache.
5. Domino-Effekt. 6. Domino-Effekt. 7. Das läuft doch bisher. Domino-Effekt. Ich weiß, ob das zählt, wenn man es so doppelt berührt. Ich zähle es jetzt mal nicht als 8. Domino-Effekt. Das ist... Okay, es zählt. Es zählt. Weil es der gleiche war. Es zählt. Wir machen aber weiter diesmal wieder. Gleiches Spiel wie vorhin. Vielleicht kriegt man ja noch die Dings hin, ne? Jetzt darf ich sie ja mehrfach berühren. Jetzt ist ja egal. Ich muss ja nur umschmeißen. Das ist super easy. Nice. 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 Die sind nicht umgefallen. Ich protestiere. Ich bin jetzt bin ich aber richtig schlecht hier. Uff. Jetzt mache ich richtig Mist gerade. Hilfe, jetzt habe ich nur noch ein Leben. Die Frage ist, geht es bis 25 oder 30? Oh shit, da, ich habe es verkackt. Bestimmt bis 25. Nein, ich hab's! Dann war's 20. Dann war's 20. Cool. Diese Erschöpfung. 15 sogar nur. Ja, moin. Okay. Meinetwegen. So, Pegelheber. Muss ich nochmal lesen. Habe ich mir nicht merken können. Habe ich mir absolut nicht merken können. So. Schließe das Spiel erfolgreich ab, nachdem du alle Objekte, die sich auf dem Seil befanden. Ach so, okay. Egal in welcher Runde, ja? Gut. Gut, also alles, was auf dem Seil ist, muss da rein. Das klingt doch nach Obolon. Keine Ahnung. Aber ich denke, das klingt nach Obolon. Wir gucken mal. Ansteigen lassen. Ja, Moment. Ach so. Ansteigen lassen. Ach so, ich verstehe. Ansteigen lassen. Das zählt. Ich sehe das Problem. Ach so, funktioniert das. Ansteigen lassen. Man macht das über dieses Ding so. Aber das Problem ist, dass da nicht alle mitgehen. Okay, ich verstehe. Dann ist Obolon dafür nicht gut. Dann würde ich es eher mal mit Wario probieren, dass der dich so rüber dasht. Vielleicht alle auf einmal. Keine Ahnung. Ansteigen lassen. Ja, aber das... Aber das ist vielleicht dann auch erst für Level 3 gut, weil es da halt mehr sein muss, was reingeht. Und weil es dann nicht so schnell erkannt wird, dass es fertig ist. Ich glaube ja, ich glaube, das ist für Level 3 ganz gut. Ansteigen lassen. Das muss noch... Der hätte noch... Nein, der hätte noch reingemusst. Ansteigen lassen. Alles bis auf 1 ist drin. Willst du mich verarschen? Ansteigen lassen. Aber dann ist Wario mein Mann. Dann kriegt Wario das hin. Einfach nur Twilight Error. Ansteigen lassen. Ja. Yes. Easy. Let's go. Damit haben wir alles. Damit haben wir... Nee, nicht ganz.
Das habe ich ja ausgelassen, ne? Hier, die da habe ich ausgelassen. Da können wir noch ein bisschen rumtüfteln. Ha. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich ja wirklich sagen, Obolon ist gut dafür, aber ich habe die Zeit nicht, um die Knöpfe rauszubefördern. Hoch damit! Er kann die Knöpfe rausbefördern! Und wie er die rausbefördern kann, ja moin! Hoch damit! Waren es keine 8? Hoch damit! War das keine 8? Krass. Hoch damit. Ah, jetzt hätte ich die Karte noch rausgemusst. Hoch damit. War wieder keine 8 scheinbar, okay. Hoch damit. Nein. Hoch damit. Na, ah, jetzt habe ich es nicht geschafft, die rauszubefördern. Aber das ist halt auch wieder Trial and Error einfach. Ich denke schon, dass es mit dem hinhauen würde. Ich denke, mit ihm haut es gut hin. Ich denke, er ist hier mein Mann für die Mission. Hoch damit. Aber weil die wieder reinfallen. Ja, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Vielleicht ist er dann auch der Mann für den Sandbunker. Sport war das, ne? Vielleicht kann er das ja ganz gut rausbefördern, das Zeug. Raus aus dem Bunker. Lol. Okay. Er kann das richtig gut. Stabil. Ja, nice. Ja, nice. Dann haben wir den Sandbunker auch gleich wieder mitgenommen. Okay. Dann denke ich, haben wir hier alles. Vielleicht ist er dann auch gut für die Glocke. Dass er die so richtig anpowert. Wir probieren es mal mit dir, Mikey Boy. Kannst du die Glocke anpfeffern? So nach oben einfach? Nee. Nee. Wer könnte für die Glocke gut sein? Wer schiebt die Glocke bis nach oben? Jimmy vielleicht. Leuten! Nee. Leuten. Nee, Jimmy ist nicht der Mann dafür. Hm. Nee. Glaube nicht, dass das funktioniert. Na, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, aber wir können es probieren. Also er schwingt sie schon ordentlich, aber... Ja, er schwingt sie schon sehr ordentlich. Leiten. Aber es berührt halt nicht den Himmel. Leiten. Oh, das war's fast, oder? Das war's fast. Ich glaube, das eine in der Mitte war es fast. Leute.
Leiten. Kein Ding. Leiten. Aber es geht zu schnell rum, das ist das Problem. Die Mission ist zu schnell geschafft. Die Mission ist zu schnell geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie ich das... Nee, der berührt den Himmel nicht, verdammt. Nee, keine Ahnung. So geht's halt auch nicht. Also ich kann nicht dauerhaft... Ich muss das schon schwingen, das Ding. Aber es geht zu schnell rum. Wenn ich denke, jetzt könntest du rumgehen, die Glocke, dann ist halt schon vorbei. Guck mal, das war halt schon fast oben eigentlich, hätte ich gedacht. Nee, keine Ahnung. Guck mal, jetzt hätte ich es vielleicht mit dem Schwung geschafft, aber... Aber es geht halt nicht mehr hoch. Das ist doch kacke. Es ist doch kacke. Oh nein, ich habe eine Idee. Ah, da muss ich nochmal neu loslegen. Ich muss ihn, glaube ich, immer anschwingen. Also beidseitig anschwingen. Dann müsste es mehr Schwung geben insgesamt. Nicht nur eine Seite, sondern beide Seiten passend anschwingen. Oh Gott. Aber das könnte sein, ja. Na, so nicht. Leiten. Ja, irgendwie so. Oh nein. Leiten. Ja, irgendwie so. So richtig anschwingen. Oh nein, von beiden Seiten. Jetzt habe ich es gestoppt. Das war blöd. Leiten. Das war gut. Leiten. Yes! God yes! Weg damit. Puh. Okay, noch eine mehr mitgenommen. Gut, dann nächstes Mal gucken wir uns dann die an, die ich noch nicht weiß, wie sie gehen, auf Englisch. Ich denke, da sind wir jetzt... Also manche schaffe ich halt auch einfach nicht. Da weiß ich, wie sie gehen, aber ich schaffe sie einfach nicht. Na, das ist nochmal ein Unterschied. Aber wir gucken uns vor allem mal die Texte auf Englisch an. Danke fürs Zuschauen und tschüss.